ist der 17.10.22 und der vierte Morgen unserer kleinen Reise. Ich genieße diesen wunderschönen Herbstmorgen mit einem kleinen Drohnenflug und werde erstmal wach. Ich denke über gestern nach, über den Tag, an dem wir uns im Wald verfahren haben und wie groß und schön Bosnien ist. Ich hätte nie gedacht, dass Bosnien ein so schönes Land ist. Was soll ich sagen? Es wird noch besser kommen. Wir werden heute auch wieder Landschaften sehen, wo ich nie gedacht habe, dass Bosnien das bieten kann. Es ist einfach ein total schönes Land und wir sind dankbar, hier sein zu können. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir wollten zeigen, wie heute Morgen unser Frühstück aussieht. Ja. Es gibt was Frisches, was Leckeres. Was Frisches? Oh hier, schaut nur. Dann gibt es Avocado-Püree, also wie nennt man das noch? Weiß ich nicht, gestampftes Avocado, wo du Guacamole. Heute Morgen... Guacamole. Die sie heute Morgen mit ihren Füßen persönlich in dieser kleinen Schale gestampft hat. Ja. Und mit Olivenöl geröstetes Brot und gebratene Salami für das Fleischmonster. Das riecht richtig gut, aber das können wir leider nicht transportieren, ne? Das können wir nicht transportieren. Ach so, den Geruch. Heute erleben Sie Geruchsfernsehen. Boah, das Frühstück ist so lecker. Könnt ihr mal abbeißen. Mega. Versteht ihr? Mega. Super Knoblauch. Plastik. Ja. Ich glaube, küssen ist heute nicht mehr, oder? Wollen wir das beide essen? Wir verlassen diesen herrlichen Ort. Meine Frau sitzt schon und scharrt mit den Hufen. Ich lasse schon mal den Ram an und ich habe den Kühlschrank drin gelassen, angeschlossen gelassen und habe die Befürchtung, dass jetzt die Batterie leer ist. Wir werden es sehen. Oh nein, er brummt. Das hätte ich nicht gedacht. Der hat so eine Sicherungsschaltung. Und das heißt, wenn er unter 12 Volt geht, schaltet er sich ab. Hat super funktioniert. Während wir mit dem dicken Elch so durch den Wald fahren, machen wir uns Gedanken, wo es denn heute hingehen könnte. Nach dem gestrigen Tag vielleicht eher etwas mit Entspannung. Aber leider passiert genau das Gegenteil. Also für mich. Wir sind jetzt quasi wieder auf der Straße und fahren nach Sarajevo. Meine Frau will ja unbedingt in die Großstadt, ne? Sarajevo sehen. Vielleicht findet sie ein Schuhgeschäft. Wir haben ja Platz genug, ne? Und also erstmal nach Sarajevo und da werden wir auch was essen gehen. Ja. Sarajevo! Abenteuer Großstadt. Wer braucht sowas? Da ist man morgens in der schönsten Umgebung wach geworden und dann auf einmal ist man hier, mittendrin. Lärm, Gestank, Stau, alles das, was man nicht braucht. Links die Spur neben mir hat grün. Ich habe noch rot und fahre versehentlich los. Da kann man mal sehen, wie gefährlich die Großstadt sein kann, wenn man ein Landei ist. Ampelschaltungen sind aber nicht die größten Abenteuer in so einer Stadt. Das größte Abenteuer ist es, einen Parkplatz zu finden.
Wir haben einen Parkplatz gefunden. Mensch, war das eine Aktion, ey. Mit knapp 7 Metern. Also 6,50 hat der Pickup und die Absetzkabine hängt noch mal ein bisschen drüber, noch mal 30. Also irgendwie was zwischen 6 und 7 Metern. Wir haben keine Ahnung, ob das ein Fluss war oder die Entwässerung von einer Kläranlage. Es hat so gestunken. Jetzt kann man auch wieder froh sein, dass wir kein Geruchsding haben. Ja, ist nicht schön. Genau mit einer solchen Bahn bin ich als Kind zur Schule gefahren. Jetzt weiß ich, wo die alle gelandet sind. Mama, Mama. Wir kommen jetzt gleich in eine Ecke. Ich sag mal, was für Kinder das Tobiland ist, das ist für Marion. Gleich ist es soweit, wir biegen rechts ab. Da, 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 da. Das Obst- und Gemüseland. Schaut euch das an. Alles voll mit Gemüse. Das Vegetarierparadies. Im Groben ist die Altstadt von Sarajevo sehr schön. Also es hat sich für uns wirklich gelohnt, dahin zu fahren. Das muss ich zugeben. Diese kleinen Gässchen, hier und da ein Café, das war schon einfach schön anzusehen. So, das war die Innenstadt von Sarajevo im Schnelldurchlauf. Wir hatten keine Kohle, also nichts von dem Geld hier im... Von dem Geld, was hier so... Was haben die hier nochmal? Ich weiß es nicht. Alte Kuh? Nee. Alte Mark. Irgendwas mit alter Mark oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir kein Geld und haben nichts gekauft. Genau. Das war ein ganz billiger Trip. Wir konnten nur mit Kreditkarte zahlen und die wollte ja keiner. Das ist eine Empfehlung von uns, wenn man sowas macht. Ist billig. Wir haben uns jetzt Sarajevo angeguckt und ich fand's, naja, und meine Schnuffi-Frau fand es mega schön. Wie immer. Ja. Ja, Science-Tour durch Sarajevo. Aber jetzt wird es wieder anders. Jetzt fahren wir auf den Spuren von Valle nach Lokomir. Ich weiß nicht, wer das Video mal von Valle gesehen hat. Das ist ein Bergdorf, da ist er mit seiner 1250er hoch. Und das ging meiner Meinung nach richtig durchs Gelände. Und da wollen wir jetzt mit dem Dicken hoch. Ich bin mal gespannt. Wie ihr seht, ist auch das Verlassen von Städten eine Riesengefahr. Ich für meinen Teil bin auf jeden Fall froh, dass wir wieder in die Berge und in die Natur fahren. Das ist mir hier viel zu gefährlich. Ich glaube, auch Marion war froh, 1-2 Stunden später wieder auf dieser schönen Straße zu sein, Richtung Lokomir. Kurz bevor wir in die Berge eingestiegen sind, fahren wir durch diesen Ort. Dieser ganze Ort ist eine Riesenbaustelle. Man hat das Gefühl, man fährt durch Österreich, wo gerade ein Skiparadies aus dem Boden gestampft wurde. Der Konsum erhält auch hier seinen Einzug und irgendwie macht es mich ein bisschen traurig und ich stelle mir die Frage, wie lange kann man noch solche Touren fahren, wie wir es gerade tun? Dieser Mensch sah unser Auto und ich glaube, dem war direkt klar, wo wir hin wollten. Es gab noch einen kleinen Daumen hoch, ich nehme an fürs Auto. Auf jeden Fall hat der Mann uns sehr geholfen, denn wir hätten das, glaube ich, nicht direkt gefunden. Musik.
Ich finde es unglaublich, wo wir gerade sind. Und das Erste, was meine Frau macht, ist wieder Müll sammeln. Ja, das ist auch besser für die Aufnahmen. Die werden dann besser. Guckt euch das an, ey. Das ist unglaublich. Da wir beide etwas Kohldampf geschoben haben, sind wir auf der Strecke Richtung Lokomir einfach abgebogen. Da war so eine kleine Ortschaft, in der Hoffnung, dort was zu essen zu kriegen. Und das war so. Das Essen war mega. Sind hier in einem Restaurant, was wir gefunden haben, vor Lokomir. Das Schaf hat schon wieder das ganze Gemüse gegessen. Das hier ist das Schafsessen. Wir wissen noch nicht, was es ist, aber es sieht lecker aus. So ein Brot, so ein türkisches mit Spinat. Spinat, dann isst du auch was davon? Ja. Das Essen war total lecker, aber leider viel zu teuer. 50 Euro haben wir bezahlt für dieses Mahl. Das fanden wir für Bosnien ein bisschen übertrieben. Das war selbst für deutsche Verhältnisse übertrieben. Der Wirt erzählte uns, dass in dieses Gebiet sehr viel investiert wird, sei es für das Skigebiet oder sei es für Jäger. Wir haben das mal gegoogelt und es ist in der Tat so. Es werden touristische Reisen angeboten, in denen man Wölfe, Bären, Luchse und alles abknallen kann, was einem dort vor die Flinte läuft. Wir haben durchaus Verständnis dafür, dass jeder sein Geld verdienen muss. Aber nicht, indem man Tiere abballert oder die Natur verschandelt. Wir fahren weiter nach Lokomir, aber mit etwas gemischteren Gefühlen. Vielleicht hat sich unser Blickwinkel in den letzten 2 Stunden etwas geändert. Der Massentourismus kommt, auch hierhin, bis ans Ende der Welt. So hat Walle diesen Ort beschrieben. We'll be right back.
Kumir ist eine Art lebendiges ethnologisches Museum, in dem die Bräuche der Nomadenstämme noch immer praktiziert werden. Ein Hafen des Friedens, wie der Name schon sagt. Rechts der traditionelle Fahrradverleih, links ein neu gebautes Restaurant. Wir fahren weiter durch dieses nette kleine Dorf und wir stellen fest, dass alles am Bauen und am Hämmern ist. Wir sind ein wenig enttäuscht. Schade eigentlich. Ja, wir hier in Lokomir. Ich hätte Poet werden sollen. Ja. Da hat doch jeder Poet verkackt. Hör mal. Guck mal da runter. Ja, spring mal da runter. Ja. Oh, das ist doch wieder doch Wahnsinn. So wird das Ende der Welt langsam aber sicher auch zu einer Touristenattraktion umgebaut. Trotzdem ist Lokomir ein wunderschöner Ort und ganz sicher sehenswert. Wir verlassen Lokomir und machen uns auf die Suche nach einem Schlafplatz. Die Sonne steht schon tief und unser Plan ist es, irgendwo in diesen Bergen zu übernachten, bei Bären und Wölfen und Luchsen und Wildschweinen. Das hieß also erstmal wieder runter von der Straße und vielleicht ist da oben ja ein schöner Schlafplatz. Habe ich jetzt Schlafplatz gesagt? Ich meinte natürlich Schlafplatz. Es ist nicht einfach, einen geeigneten Schlafplatz zu finden, wenn man nicht so ein paar Sachen bedenkt. Also es ist zum Beispiel nicht schlau, in der Nähe von Felsen zu schlafen. Alles, wo sich Tiere hinter verstecken können oder Bären sich hinter verstecken können, gibt natürlich auch eine tolle Angriffsmöglichkeit. Wir waren da nun mal in einem Gebiet, was mit Wildtieren besetzt ist. Und da muss man nun mal ein bisschen aufpassen. Offene, einsichtige Stellen, wo man einen guten Rundumblick hat, das sind die Stellen, die wir suchen, um nachts zu schlafen und uns auch etwas vor wilden Tieren zu schützen. Boah, wo sind wir hier gelandet? Das ist unglaublich. Hier werden wir heute Nacht schlafen. Das ist echt unglaublich. Da haben wir uns zwei Stühle hingestellt. Wir frieren uns die Nase ab. Es ist nämlich bitterkalt. Aber wir freuen uns drauf. Total, ja. Hier ist es wirklich mega. Ich glaube, hier ist auch keiner mehr. Also hier ist kein Auto mehr, haben wir gesehen, nichts. Nee. Sonne geht jetzt unter und man merkt, es wird schweinekalt. Ja. Aber das ist so. Egal. Oh, ist das geil. Thank you.
sitzen wir hier eingemummelt bei 4, 5 Grad plus, schweinekalt geworden im Gebirge. Sieht man das? Weg ist er. Aber wir haben was zum Aufwärmen. Guck mal. Ja, wir haben was zum Aufwärmen. Mit dem werden wir es uns heute noch gut gehen lassen. Nicht nur genau, heute machen wir einen leer, da ist nicht mehr viel. Wir genießen jetzt noch ein bisschen die Aussicht. So sieht die aus. Und sagen mal gute Nacht. Ne, das muss ich noch filmen.